Deutschlandfunk Kultur. Alltag anders. In Shanghai ist es jetzt 13.40 Uhr. In Los Angeles 22.40 Uhr. Hier in Kairo ist es jetzt 7.40 Uhr. In Mexiko 0.40 Uhr. Hier in Warschau ist es 7.40 Uhr. Heute Grillparty. Ich glaube, es gibt kaum etwas Amerikanischeres als das Grillen oder das Barbecue. Dieses Grillen gehört einfach zum Alltag auch so dazu. Nicht nur zu irgendwelchen Festen, sondern tatsächlich, es gibt viele Amerikaner, die das einfach wochenweise machen. Das gehört zum guten Ton. Die Ägypter grillen quasi an jeder Straßenecke. Hühnerfleisch ist hier relativ günstig. Das kriegt man eben als Shawarma an jeder Ecke. Ja, gegrillt wird in Mexiko tatsächlich viel. Gerade auch während der Pandemie machen die Leute das auch gerne auf dem Dach. Beim Grillen, finde ich, zeigt sich, dass Deutsche und Polen eigentlich sich doch ähnlich sind. In China wird, ganz generell in Asien, wird gegrillt, was das Zeug hält. Weniger privat bei solchen Grillpartys, so mit Holzkohlegrill auf der Terrasse oder im Garten mit Freunden. Aber so Straßenstände, vor allem im Süden Chinas, wo dann wirklich alles auf den Grill kommt, was nicht bei drei auf dem Baum ist oder was nicht bei drei im Wasser ist. Fische, Krebse, Muscheln, Tintenfische am Stiel, das ist so der Klassiker, wo man auch in chinesischen Städten dann häufig Kids sieht, die kein Eis schlotzen im Sommer, sondern an einem Tintenfisch rumnagen. Darauf kann sich wirklich jeder Amerikaner einigen, das Grillfest am Wochenende zu Hause oder im Park. Als ich hier ankam, habe ich auch tatsächlich mit großem Erstaunen festgestellt, dass in jedem, auch nur allerkleinsten Park, immer ein großer Grill steht. Meistens wirklich fantastisch ausgestattet, auch noch sauber gehalten. Dass man hier auch ja mit seiner Familie am Wochenende kommen kann und die Würstchen auf den Grill legen kann. Oder natürlich die Hamburger. Wir sind ja in den USA. Genau, also Shawarma ist in Ägypten, gibt es hier überall. In meiner Nachbarschaft passiert das zum Beispiel relativ häufig. Da wird dann eben ganz so, wie man es kennt, die Holzkohle ausgepackt, der Grill ausgepackt, Feueranzünder. Und dann wird da eben tatsächlich mittlerweile sogar die vegane Wurst draufgelegt. Aber andere nehmen dann einfach ihren Grill mit und machen das sonst wo. Also da gibt es keine Grillrichtlinien, sondern da wird dann einfach wild gegrillt. Es ist inzwischen so beliebt, dass auch hier in Warschau, in den Städten, einige Parks ausgewiesen sind, dass dort gegrillt werden darf, stellenweise auch am Weichselufer. Es hat ein bisschen schlechten Ruf in den Plattenbaugegenden, wenn dann da gegrillt wird und die anderen Mietparteien oder Eigentümer sind es ja meistens, sozusagen mitschnuppern können, was da genau gegrillt wird. In den Baumärkten sieht man dann auch die Hightech-Geräte, die es jetzt überall gibt. Mexikaner machen schon auch gerne am Wochenende Ausflüge. Und das mündet dann zwangsläufig, also nicht in einem Spaziergang, sondern eher in einer Grillorgie und das dann mit der ganzen Großfamilie. Und da fließt dann auch ordentlich Bier und Mezcal und da wird Fleisch auf den Grill gelegt. Lamm, Würstchen, aber auch Gemüse durchaus. Dazu gibt's dann Tacos und eben auch so dünnes Fleisch ist wohl sehr bekannt. Also das wird dann sehr gesalzen und kross gebraten. Aus Mexiko, Anne Demmer. Jan Palukat aus Warschau. Aus Kairo, Björn Blaschke. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm. Aus Shanghai, Steffen Wurzel. Im Nordwesten Chinas, in der Region Xinjiang, muslimisch-türkisch geprägt, da wird vor allem Fleisch gegrillt, ist ja klar, Lammfleisch vor allen Dingen. Und dann entstehen natürlich an diesen Grillständen große Partys, da wird dann viel Bier ausgeschenkt, da sieht es dann auch immer aus wie Sau, wenn man am nächsten Morgen früh dann vorbeiläuft.